Herr Dr. Piazzolo. Bitte schön, Herr Professor. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was ist unser Ziel bei der Einführung bzw. Wiederbelebung des Diploms? Zum einen und ersten, wir wollen die Marke stärken, das Diplom als Titel. Ich hatte schon in der letzten Woche gesagt, dieser Titel ist anerkannt in der ganzen Welt. Er ist unbestritten und er ist von hohem Wert. Wir haben damit in Bayern oder wir hätten damit einen internationalen Wettbewerbsvorteil. Der Titel ist eingeführt und auch nicht erklärungsbedürftig. Es geht uns aber nicht nur um den Titel, sondern es geht auch um den Inhalt. Das heißt, wir wollen nicht das alte Diplom, sondern das Diplom, wie es sich die Freien Wähler vorstellen, wird einen Qualitätsstandard haben, um den uns, die anderen Bundesländer und die anderen Länder beneiden werden. Dieses Diplomstudium, so wie wir es planen, hat Exzellenzanspruch. Es ist berufsqualifizierend. Das heißt, ähnlich wie der Bachelor, aber besser, nämlich mit 240 ECTS-Punkten, auch stärker als der Bachelor. Praxisorientiert, wir wollen bei diesem Diplom entweder ein weiteres Praktikumssemester oder zusätzliche Praktika. Und wir wollen es anwendungsorientiert ausgestalten in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Und zusätzlich wissenschaftsfundiert mit einer Diplomarbeit, die ihren Namen verdient, zwischen 80 und 120 Seiten und nicht wie viele Bachelorarbeiten, die bei 30 Seiten stehen bleiben. Marke auf der einen Seite, das Diplom als Marke und der Inhalt zusammen werden dieses Diplom, so wie es die Freien Wähler wollen, zu einem Premium-Modell machen. Und es kann ein besonderes Gütesiegel der bayerischen Hochschullandschaft werden. Wie, meine sehr verehrten Damen und Herren, wollen wir dieses unser Ziel erreichen? Zum einen mittels des vorliegenden Gesetzesentwurfs. Wir wollen da den Artikel 57 ändern. Bislang ist dort enthalten, dass für mögliche Erststudierende nur der Bachelor möglich ist. Das wollen wir ändern. Wir wollen auch das Diplom als Regelstudium möglich machen, Diplomstudiengänge wieder einführen. Und wir stehen zu diesem Gesetz und wir hoffen auch auf Zustimmung, obwohl ja gestern ganz richtig die dpa durch Bayern schickte, die CSU stimmt grundsätzlich keinem Gesetz der Opposition zu. Was für ein Armutszeugnis, was für ein Armutszeugnis, wenn eine Regierungsfraktion sagt, und so ist es mit dpa durch die Welt gegangen, wir stimmen, egal was in einem Gesetzentwurf der Opposition steht, wir stimmen ihm nicht zu. Wir wollen finanzielle Anreize schaffen. Wer ein solches Studium entwickelt als Hochschule, soll über Zielvereinbarung Stellen bekommen, Geld, Ressourcen. Und wir werden auch offensiv Bedenkenträger entlarven. Das, was in der letzten Debatte kam an Bedenken zu unseren Ideen, das ist sachlich falsch gewesen, insbesondere auch aus Reihen der CSU. Man hat das Gefühl einer richtigen Wagenburg-Mentalität gehabt. Da verstecken wir uns hinter ein paar Vorwürfen und schauen ganz schüchtern raus. Was wurde gesagt? Verwirrung in Deutschland schaffen, wenn wir ein Diplom einführen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt schon jetzt andere Abschlüsse. Es gibt schon jetzt das Staatsexamen. Und selbstverständlich gibt es auch jetzt schon Diplomstudiengänge in Bayern. Sogar an allen Verwaltungshochschulen gibt es das Diplom. Sie haben sich sogar als Staatsregierung dagegen gewehrt, zu Recht, das abzuschaffen. Das heißt, für den Staat
Da wollen Sie Diplomabgänger haben, aber für die Wirtschaft, der verweigern Sie das. Das ist Inkonsequenz, es ist unfair und es ist schizophren. Alle drei Begriffe passen hier drauf. Zweitens, der Staatsminister hat gesagt, es sei keine Akkreditierung möglich. Auch das ist falsch. Die Einzelakkreditierung ist nicht möglich, aber selbstverständlich die Systemakkreditierung, die immer mehr kommt. Immer mehr Hochschulen machen das auch. Die TU Dresden macht es so oder so, aber auch die TU München macht inzwischen Systemakkreditierungen, auch Erlangen. Das heißt, es wird eine ganze Fakultät auch dann akkreditiert. Und das könnte man selbstverständlich auch machen mit einem Diplomstudiengang. Also insofern auch diese Behauptung falsch. Und nun, und das schlägt dem Fass eigentlich den Boden aus, wurde von mehreren angemerkt, wenn wir ein Diplom einführen, dann würden wir in Europa einen Sonderweg gehen. Abgesehen von diesem Begriff, der historisch etwas belastet ist, nirgendwo steht, dass man Bachelor, Master vereinheitlicht. Wissen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie viele der 48 Unterzeichnerstaaten von Bologna diesen Prozess schon weit vorangetrieben haben? Ein Viertel. 12 Staaten. Und jetzt nenne ich Ihnen ein paar Beispiele, wie es in anderen Staaten, was für Abschlüsse es gibt. Glauben Sie, dass alle anderen Staaten Bachelor eingeführt haben, Master eingeführt haben, in ganz wenigen Ländern? Was glauben Sie denn, was die Franzosen? Glauben Sie wirklich ernsthaft, dass die Franzosen diese englischen Begriffe verwenden? Wie heißt es in Frankreich, der Abschluss des sogenannten Bachelorstudiums bei uns? Licence. Und jetzt hören Sie genau zu. Wie heißt es denn, wenn Sie den Master dort in Medizin oder in das Staatsexamen machen? Das heißt dort Diplôme d'État. Das heißt, die Franzosen haben das Diplom. Dann schauen Sie sich doch mal an, wie es bei der berühmten ENA ist, den École Supérieure in Frankreich. Diejenigen, die für den Staat ausbilden, die besten Hochschulen, die nennen ihren Abschluss Diplom. Das heißt, die Franzosen haben das Diplom und wir, die die Erfinder des Begriffes sind, wir schaffen es ab. Wie kann man nur so dumm sein, meine sehr verehrten Damen und Herren? Belgien, Bachelier, Polen, Licenziat. In Italien, Laurea di primo livello. In allen Ländern unterschiedliche Begriffe. Und da stellt sich die Staatsregierung hin, da stellen sich die Kollegen aus den anderen Fraktionen hin und sagen, wenn wir das Diplom wieder einführen, dann würden wir für Verwirrung in Europa sorgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da kann man nur lachen. Das Diplom wird inzwischen von anderen Ländern mehr verwendet als von uns. Und ich sage ganz deutlich, das Diplommodell, das wir als freie Wähler möchten, es zeichnet sich durch 4 Eigenschaften ab. Es ist klar, dieses Modell, wie ein oberbayerischer Bergsee. 3 Jahre grundständiges Studium, Bachelor, 4 Jahre grundständiges Studium, Diplom, weiterführendes Studium, Master. Klar, wie ein oberbayerischer Bergsee. Es ist sparsam wie eine schwäbische Hausfrau. Wir geben dafür nicht viel mehr Geld aus. Es kostet kaum mehr Geld. Es ist edel vom Inhalt wie ein fränkischer Boxbeutel. Und es ist stark wie ein niederbayerischer Stier. Alles in allem, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist einfach gut. Sie müssen das anerkennen und Sie sollten zustimmen. Dankeschön.